Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute bereitet Jesus seine Jünger auf die Jüngerschaft vor. Der erste Satz sagt, Jesus richtete seinen Blick auf seine Jünger und er sagte, wenn Jesus seine Augen auf uns richtet, dann tut er es mit großer Liebe. Und er wird es immer so tun und dann spricht er. Das ist genau das, was wir brauchen, dass jemand nach uns schaut, seinen Blick auf uns richtet und uns die Wahrheit sagt. In den letzten Jahren habe ich eine Lektion lernen dürfen und ich bin immer noch dabei, mir nichts von den Menschen zu erwarten. Wir erwarten und es kommt keine Reaktion, nicht die Ermutigung, nicht der Trost, nicht die Anerkennung und. Aber Jesus, er ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und sein Blick auf uns, er bleibt immer derselbe. Jesus ist treu, ist der treue Zeuge Gottes für dich und für mich. Und Jesus sagt, selig seid ihr sogar, wenn man euch hasst, wenn man euch aus der Gemeinschaft der Menschen ausschließt, wenn man euch verleumdet, also Falsches über euch sagt, meinetwegen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der große Trost, den Jesus uns schenkt. Und so lade ich euch ein, dass wir uns alle immer wieder unter den Blick Jesu, unter seinen Segen stellen, damit wir nicht in Enttäuschung leben, damit wir auch nicht andere Menschen anschuldigen oder verbittert sind, weil sie uns nicht anerkennen, nicht loben oder mögen oder wie auch immer. Jesus wird dich immer lieben. Stell dich unter seinen Blick. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.